Hallo, herzlich willkommen zu Real Tower Games und Super Mario Star Road. Mein Name ist Gonis. Mein Name ist nicht Hannes Brot und ich bin der beste Mario-Kack-Spieler der Welt. Wo gehst du eigentlich mal wieder hin? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ja, wir können mal wieder durchgucken. Da brauchen wir die Titankappe. Da wissen wir nicht, müssen wir uns schießen und das geht nicht. Haben wir irgendwie eine Stunde lang versucht. Also müssen wir es erstmal aufschieben. Da haben wir anscheinend alles. Da haben wir auch alles. Da war diese Schatzkarte. Können wir auch nochmal versuchen. Was? Mega Cooper Canyon. Mad Musical Mess. Das war mit der Flugkappe, ne? Ne. Hä? Ach. Oder, hä? Was war denn da? Münzen? Acht Münzen? Hä, das müssen wir nochmal gucken, oder? Ja. Ich glaube, das war einfach nur schwer. Und nicht, wir wissen nicht, was wir machen müssen. Ja, das ist immer besser, ne? Ja, das ist ja ganz supi, ne? Ich freue mich dann schon drauf, wenn wir nur noch diese haben, wo wir nicht wissen, was wir machen müssen und einfach nicht weiterkommen. Der Musical with Coins, okay, war es echt einfach nur schwer. Hier vorne war schon mal eine. Hier drin? Nee, aber wenn, oder weiß ich nicht. Wenn du da so rund die Treppe runter gehst, oder? Achso, ja, ich dachte, das wäre hier schon. Aber ich glaube, irgendeine, da dachten wir müssten fliegen. Man kann nämlich nur an eine Stelle fliegen. Ja. Gut, man sieht schon ganz viele, es scheint einfach nur schwer zu sein. Aber wir sind jetzt ja geübt, haben noch schwerere Level geschafft. Ich sag immer wir, weil ohne mich würde ich sowas nicht schaffen. Ich dachte, man kann dadurch sterben. Ich dachte, das war cool. So. Da links war einer von der Mitte, ne? Ja, hast du gesehen. Ich habe gerade heftige 3D-Störungen. Kennt man ja. Zwei. Ach genau, da waren noch welche bei diesem scheiß Wumms da. Bei den blauen Dingern. Wo die Bienen sind. Aber nur eine, ne? Ja. Ich glaube, das haben wir schon mal getestet, sind hochgegangen, obwohl man das gar nicht musste. Und dann gestorben. Ja. Hui, ein Wurfmuffi. Alter, gibt's eigentlich einen Part, wo du nicht diese Kacknamen aus der Liebe nehmen? Das ist doch der schönste Gegnername, den es gibt. Hey ja, schießt du Biene? Arschgesicht, flotte Biene. Die hatten wir aber auch schon mal, ne? Ja, darum weiß ich auch überhaupt nicht. Es liegt nur an der Schwerheit und nicht an der Nichtschaffbarkeit. Aber ich hasse Biene, ich hasse Biene. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich werde einen Spendenmarathon machen und dann ganz viele Bieneninsektenzerstörungszeug kaufen. Weil alle Bienen töten, die ich sehe. Das ist nur ein Spiel, das hat nichts mit echten Bienen zu tun. So. Ja, dieses Spiel wurde übrigens von dem Hackmacher gemacht, namens Skellux. Echt? Ja. Nein, was? Ist echt der Tag gekommen, an dem wir den Hackenarm namens weiß? Ja, ich habe nachgeguckt, aber nur für, weil ich das in die Tags und so schreiben wollte. Weil eigentlich wollte ich das ja erst beim letzten Part nachdrucken. Aber dabei habe ich ganz, mir die Seite nochmal angeguckt. Und der hat noch inzwischen ganz viele neue Projekte angekündigt. Oh. Das ist nämlich das, was ich schon die ganze Zeit erzählen wollte. Einmal hat er schon lange für Super Smash Bros. Brawl Level, irgendwie Level, die es schon gibt, erweitert oder so. Sind dann größer oder mehr Sachen. Ich weiß zwar nicht. Was war das denn? Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert. Also ist das auch für einen Emulator? Gibt es einen Wii-Emulator? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Heißt ja nicht. Nee, Dolphin ist für GameCube. Keine Ahnung. Naja, aber was viel geiler ist noch. Arbeitet er gerade an zwei Projekten. Einmal an Mario Kart Hack mit neuen Charakteren und Leveln. Also alles neu, so wie das hier. Also Mario Kart 64. Ja. Und Super Mario Star Road 2. Oh, hat er gehört, dass wir dafür gut können. Ja, das ist schon voll fertig. Wohl ein Level hat er schon mal so gezeigt. Das war aber so ein Bonus-Level, da war das eigentlich nicht so besonders. Das ist mega geil. Nochmal genauso viele neue Welten. Das können wir dann irgendwann mal in 1000 Jahren Let's Play. Vielleicht hat er sich dann auch mal wen geholt, der die Musik macht. Irgendwie die ist ja nicht schlecht und auch so Mario-mäßig, aber irgendwie. Wo sind jetzt auf einmal die Bienen hin? Sollte die einfach öfter covern. Das große Bienensterben, ey. Wo sind all die bösen Bienen hin? So geht das nicht. Kann ich da jetzt hinspringen? Wenn der Wurfmuff, die dich jetzt noch gekriegt hätte. So.
Oh Mann, ich hasse dieses Level so sehr. Zurückgehen ist immer so schwierig, ja, weil es nicht gedacht wurde dafür. Was war da unten? Da war die. Oh, die hätten wir gleich holen können. Sicher? Das ist nämlich die letzte die und dann Flugkappe. Muss man da hinfliegen. Hä, das stimmt nicht. Doch. Da ist keine. Das ist es doch. Da ist nur die Kappe und die sieht immer aus wie eine rote Münze. Da ist keine. Man kann mit der Kappe nur zu einer Stelle fliegen. Das war dahin, wo der Stern ist. Mhm. Ich gehe erstmal auf die Gitarre, da drin ist ja noch eine. Ach ja. Und dann war da links irgendwie eine. Oh, guck mal, ein Wurfmufti. Hast du das gesehen? Wo bin ich? 4. Die Hälfte haben wir. Und da ist schon noch eine. 5. Und jetzt kommt man hier mal nicht raus. Und stirbt an diesem Fuzzy. Oder an dem Wurfmufti. Muss. Ja, das wär's ja, ne? Hä? Warte, von der Logik her müsste ich eigentlich nach da springen. Du bist ja ganz schön logisch. Bist du ein Beobachter oder was? So. Ne, dafür habe ich schon zu viel Emotionen beim Spielen gezeigt. Na gut, Wut scheint ja anscheinend noch gehen. Wo willst du hin? Weiß ich nicht. Ja, ich weiß, wo noch eine ist. Oh, da ist noch eine. Und jetzt... Tsch. Ist gerade zu da oben. Oh. Hä, müsstest du nicht nach oben? Nein. Du bist auch auf die Trommel gehen müssen. Nein. Stimmt. Vom Gumba die Hi-Hat runtergeschubst. Er ist ein kleiner Sprung, ich schwöre. Er schwört. Ach man. Ach, diese ganzen schweren Level, die man sich zum Schluss aufhebt, ne, das ist echt. Das ist immer das Dumme, ey. Das ist so Dummheit, so dumm. Okay, warte, wir hatten 5, dann wäre da die 6. Da die 7. Das heißt, da fehlt nur noch eine. Ne, die da mal. Ich muss das jetzt leider noch in der Reihenfolge machen. Ja, mit dem Schwersten müssen wir anfangen. Und das hier ist doch das Schwerste. Die Bienen, aber irgendwie sind die jetzt ja weg. Ja, manchmal sind die da, manchmal sind die knarr. Guck mal, jetzt fliegt sie weg und dann kommt sie nie wieder. Ja, dann musst du, das kommt drauf an, wo du hinspringst wahrscheinlich. Und dann entdeckt die dich besser. Aber hier kommt ja eigentlich noch eine. Ja, und da darfst du auch nur besonders springen. Ach, keine Ahnung. Ha! Ich hab mich halt gefreut, dass sie gekommen ist. Das ist falsch. Very good, my friend. Kannst du nicht von hier da schon hinspringen? Hm. Man ist so angespannt immer, ne? Ja, ne, das ist voll schön. Ich kann auch überhaupt nicht reden manchmal. Du kannst wenigstens noch ein paar Mal Wurfmufti sagen. Ich kann das, ich kann nicht mal Wurfmufti sagen. Und ich kann ja nicht. Man muss ja auch nicht. Dafür bin ich ja da, ne? Das wäre der Sinn von Regen Tower, wenn es jetzt immer 2 das macht. Ja, ist auch ganz neu. Innovativ. Ja. Lalal. So, getötet. Da wurde sofort getötet. Funef. Logik hat nicht gefunkt. Er hat mich! Der Wurf auf sie? Oh. Ich glaub, das ist glatt der Glumba. Deutsch? Hallo? So. Warum ging das jetzt letztes Mal nicht? Weiß ich nicht. Ich bin ja ein Fehler. Ah, Meisenfabrik. Das ist auch ganz schön eklig. Oh Mann, und diese Kack-Schlägel-Scheiße hier. Mann, das ist auch mal so buggy. Genau über einem Nichts. Was ist das bitte für eine Scheiße? Alter. Ich mach das jetzt so weiter. Gott. Ich kann da nicht hin. Wenigstens muss ich nicht springen, ey. So, jetzt müsste es genau in mich rein. 6. Ja, toll, wie soll ich mich jetzt umdrehen? Das ist irgendwie impossible. Nicht hinspringen, oder? Ich will mich nur umdrehen und ich trau mich nicht. Weil er sich nie auf der Stelle. Was? Und jetzt? Da war eben keine mehr links, also würde ich wieder was, auf die Gitarre. Was ist da drin? Dann komme ich zur Flöte, ne? Ist bei der Flöte noch eine? Ich glaube, so war das letztes Mal auch und dann waren wir bei der Flöte und haben da noch einen Stern gefunden. Sind in die Flöte reingeklettert und haben uns weggeschossen. Ja, aber auf jeden Fall ist ja da eine. Ich glaube nicht, dass bei der Flöte noch eine ist. Wo ist noch eine? Ja, die muss wieder auf die Gitarre. Okay. Oh, das war's, was, wo? Hilfe! Oh nein! Hör auf, irgendwas zu machen. Ich mach gar nichts. Kamera drehen. Geht nicht. Da bin ich. Ich hab gedacht, ich bin ganz woanders. Ich auch. Oh.
Kassetten verfügbar. Wo? Da. Ja, du musst wieder ganz zurück. Da. Ah. Ja, da komme ich doch dadurch echt? Hin. Und da ist auch eine. Ja, weiß ich doch nicht, Mann. Außerdem haben wir die schon 100-mal gesehen. Ich habe immer gesagt, da ist noch eine. Ne, habe ich immer eine andere gesehen. Nee, da war keine andere. Guck mal, ich habe fast 100 Münzen. Naja, gut. Ja, aber das hätten wir auch mal machen können, weil zum Beispiel, als du in dem Tümpel nicht weitergekommen bist, einfach 100 Münzen sammeln. Mhm. Wo war denn jetzt die Scheiße. Eine, die man hier noch gesehen ganz hat? Ganz oben. Was? Das war doch eh voll schwer hier. Warum habe ich das nicht als erstes gemacht? Hey, weil wir es nicht mehr wussten. Eukalyptusbaum! Komm natürlich dann raus, ey. Scheiß Eukalyptusbaum, ey. Ja, wo kommt eigentlich der Stern? Weiß ich nicht. Weil so könnte man das ja auch machen, dass man da halt, ne? Weil wenn man eh wieder zurück muss von der Flöte, dann kann man jetzt auch die Flöte zuerst machen. Hm. Das ist der komische Satz. Wuhuhu, wah. Wuhuhu, wah. Das macht Spaß. Ach, ist mir heiß, ey. Ja, das ist echt ein spannendes Spiel da. Ja. Steht man gleich im eigenen Saft. So. Man hat doch bestimmt schon tausendmal diesen Sternerscheinungs... Auf der Gitarre? Da. Ja. Okay, ja, dann muss man eh weg von der Flöte. Also kannst du jetzt aussuchen, ob diese blauen Dinger oder die Flöte... Nee, Flöte. Ja, ne? Ja, da bist du jetzt auch gar nicht mehr gestorben. Ja. Und dann kann man gleich das hier alles mitmachen. Nein, wenn er mich jetzt deswegen... Das ist ein Team. Tschüss. Ich stehe da oben drauf, ich komme da nicht ran, ich springe in den Tod. Übersprungsverhalten. Obwohl. Hey, erst den Spiegel. Ach ja, nee, ist ja egal. Warum dreht sich die Kamera? Wegen dem scheiß Balken da. Ja, Blockklotz. Blockklotz. Nummer 4. Sie haben bereits die Hälfte an Münzen eingesammelt. Sieht das scheiße aus. Nach der ersten roten Münze und der zweiten roten Münze kam die dritte rote Münze. Und die nun die vierte rote Münze kommt jetzt die fünfte rote Münze. Gleich bei Super Mario Star Road. Wo muss ich hin? Ich nicht. Wie kommt man da hoch? Kacke, ey. Alter. Ey, wirklich, ich schwitze schon, weil es so heiß ist und weil das hier so scheiße ist, schwitze ich nicht mehr. Scheiße, hier kann man nicht drauf laufen. Kinder! Guck mal, ich bin wieder hier. Kinder. Kinder. Alter. Das ist alles Kacke, ey. So ist... Oh Mann! Nein! Was war das? Ich dachte so, nein! Ja, nein! Oh, oh Mann, ey. Gibt's nicht mehr irgendwas anderes? Jetzt weiß ich, warum wir das nicht gemacht haben, ey.